Ja, jedes Mal, wenn man eine längere Tour macht, habe ich immer so ein bisschen Angst, dass der Akku nicht reicht. Irgendeine Möglichkeit muss es doch geben. Und da haben wir uns Folgendes überlegt. Unter der Marke Hogiload. Das können wir ganz einfach, wenn wir unterwegs sind, hier mit den zwei Klemmen, einfach an ein Weidezaundraht anschließen. Klemmen das einfach an unser ganz normales, handelsübliches Ladegerät von Bosch an. Und jetzt stecke ich schon mal den Stecker in die Ladebuchse vom Fahrrad. Den Hogiload, den klemmen wir jetzt ganz einfach an den Weidezaun an. Und schon beginnt der Ladevorgang. Und durch die hochkomplexe Technik, die in dem Hogiload drin steckt, verkürzt sich natürlich auch die Ladezeit. Und schon haben wir wieder 84 Kilometer Restreichweite. Wenn du dich jetzt fragst, was kostet der Hogiload?